Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Erstmal an dieser Stelle, ich finde es total geil, wie ihr unsere Messeidee feiert. Ich kann auch nicht ganz versprechen, wann dieses Video online geht, aber wir lassen es auf jeden Fall diesen Freitag krachen. Das wird richtig cool. Nur Positives gelesen, mega Resonanz, alle fleißig am Teilen. Das kann nur wirklich richtig, richtig cool werden. Genau deswegen sind wir heute auch wieder bei Benny. Gucken wir uns Marius Golf an, wie hier so der Zwischenstand mit Krümmer ist. Der hat nämlich schon fleißig weitergemacht. Und dann schauen wir mal, dass wir nämlich auch dieses Auto am Freitag zur Messe bekommen. So ist der Plan. Hallo? Ich vermute leider, das wird natürlich nicht auf eigener Kraft dahin fahren. Wenn mich einer abschleppt, schon. Nein, das aber, ist unrealistisch. Aber wann soll das Auto wieder fahren? Ja, Ziel ist definitiv das letzte Race 1000 und das letzte, also die letzten beiden halbe Meile Events eigentlich. Mhm. Und Viertelmeile würde ich gerne dieses Jahr nochmal antesten. Also das Auto soll Mitte August eigentlich fahren, so Ende August abstimmen, so denke ich. Das wäre realistisch. Wir machen jetzt mal ein bisschen komplett kreuz und quer. Letzte Wochenende waren wir ja auf TTT, sind da die halbe Meile gefahren. Mhm. Wie hat sich unser Wolf so also geschlagen? Boah, ich fand es schon ganz gut. Also 253, glaube ich, ne? Genau. Für ein voll ausgestattetes Auto fand ich das schon gut. Und da ich gefahren bin, weiß ich, was sowohl fahrerisch als auch technisch noch für Potenzial vorhanden ist. Ich würde schon 270, 275 auf jeden Fall für realistisch halten im Auto. Wir können ja noch nicht zu viel bekannt geben, was das Ding leistungsmäßig jetzt hat. Auf jeden Fall deutlich mehr als 500. Aber ich denke auch, dass, also wir waren den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt, irgendwie lief das Auto anfangs erst gar nicht. Ne? Wir hatten auf dem Race 1000 vorher das Problem, offenes Pop-Off in Kombination mit Originalsteuergerät und Luftmassenmesser war eine blöde Idee. Das hatte bei Marius letztes Jahr zwar funktioniert, dieses Jahr bei unserem Auto war ganz schlecht. Das heißt, nach dem Schalten war richtig 2-3 Sekunden Loch, Lambda 060, ja. Gar nicht funktioniert. Somit das Auto schnell auf ein geschlossenes Pop-Off umgebaut und haben dann leider auf dem Event von Null angefangen. Mussten erstmal wieder ein bisschen Lambda anpassen und und. Ladedruck auch komplett anders gewesen, weil wir hatten zusätzlich noch eine kleine Undichtigkeit, die wir auch behoben haben. Ja. Somit haben wir bestimmt 10 Läufe gebraucht, bis das einigermaßen fuhr. Sind dann, wie Marius schon sagte, wirklich mit ganz langsamen Schaltvorgängen gefahren. Mussten auch noch kurz vorm Ziel von 4 in 5 schalten, ja. Bei 2,20, 2,30, ne, und trotzdem 2,53. Also Potenzial ist da. Definitiv. Ihr könnt gespannt sein, da kommt auf jeden Fall diese Saison noch jede Menge, weil ich habe von ein paar Leuten so ein bisschen gehört, dass sie drüber grübeln, wie, wo, was ist da jetzt Phase. Jetzt haben wir euch auf einen kurzen Zwischenstand gebracht und jetzt geht's auch auf den Golf weiter. Also, ihr seht hier ein ganz, ganz wildes, aber extrem pervers, pornös aussehendes Konstrukt, was, glaube ich, in Deutschland so sich noch keiner getraut hat zu bauen. Und zwar, Benny hat einen schönen Krümmer gebaut. Wastegate-Position, möglichst nah am Krümmer, dass die Abgase schön hier durch können. Und jetzt kommt es, selbst Wastegate-Anschluss in Alu. Ja, also ich bin selbst gespannt. Ich weiß, es haben sich schon Leute getraut, auch am VR6, aber dann irgendwie ziemlich direkt aus der Haube raus. Mhm. Das hier so auf die Straße zu fahren, bin ich selbst gespannt. Wir haben es jetzt extra groß gebaut, um die Abgastemperatur in dem Alurohr dann möglichst früh schnell zu senken, sagen wir es mal so. Wie sich das bewährt, werden wir sehen. Wir werden natürlich, oder du kannst mit diesem Auto auf gar keinen Fall mit normalem Sprit auf der Straße fahren. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Das ist auch nicht mehr das Ziel. Ich sehe Benny gerade da hinten. Du kannst ruhig ins Bild kommen. Ja. Wir haben nur schon mal angefangen. Moin, hi. Was hast du dazu? Straßentauglich? Für Straße, glaube ich, eher weniger. Zu heavy, ne? Aber für den Einsatzzweck, die 800 Meter. Ich glaube, Schmelzpunkt von Alu liegt, glaube ich, irgendwo bei 600, 700 Grad. Mhm. Klingt jetzt erstmal wenig, man darf aber natürlich auch nicht vergessen, aus dem Turbolader, also vor dem Lader haben wir, sagen wir, 900 Grad, das heißt, hinter dem Lader werden es schon nur noch 700, 800 sein. Jetzt kommt natürlich auch dazu, Alu natürlich gibt die Wärme natürlich perfekt weiter. Mhm. Das heißt, selbst wenn es hier vorne ein bisschen wärmer wird, geht schon die Wärme in das ganze Alurohr. Alle haben immer geglaubt bei mir in der Limo, keine Chance, dass das mit dem Alu-Auspuff funktioniert. Die bin ich mit dem Alu-Auspuff sogar schon auf Events gefahren. Mhm. So, da ist noch nichts abgefallen. Ich bin gespannt. Ich glaube aber schon, dass das
Ja. Also ich sehe da jetzt auch nicht so eine große Gefahr, weil wenn es kaputt geht, wird es, denke ich, eher beim Abstimmen kaputt gehen. Also direkt auf dem Prüfstand stehen wir daneben und sehen es und brechen halt ab und bauen es aus Edelstahl. Der Rohrdurchmesser macht halt viel aus, ne? Genau. Ich würde es gerne so testen, weil jeder, der die jetzt mal hochheben würde, würde vom Glauben abfallen, dass diese Downpipe natürlich nur wiegt. Ja. Also ich weiß ja, was er vorher gewogen hat. Ich habe jetzt keine Zahl, wir haben es noch nicht gewogen, aber... Ich würde jetzt sagen, die Downpipe wird ungefähr 2 Kilo wiegen. Ich sage, die wiegt sie nicht mal, aber... Höchstens, ne? Ja. Ich hätte jetzt auch so gesagt, wenn ich mir überlege, Edelstahl in der Größe würde 6 Kilo wiegen, ja. Alu ein Drittel, deswegen werde ich jetzt mal so Pi mal Daumen 2 Kilo gesagt. Ja. Ich hatte eigentlich den Traum, das Wastegate nochmal separat runterzuführen, aber da war jetzt einfach kein Platz mehr für mich. Ich finde es ehrlich gesagt so geiler. Mhm. Ich habe nur Angst, dass sich das nochmal gegenseitig ein bisschen bei Wärme irgendwie verwindet. Mhm. Ohne Flexrohr, ohne alles da jetzt so, aber wie gesagt, wir werden sehen. Ja. Relativ viel Shitstorm für Ernten, aber ich glaube aber genauso viel Shitstorm, wie es da gibt, genauso viele finden es auch einfach geil. Ne, also das werde ich ja noch abschotten, keine Angst, das ist natürlich alles relativ dicht, weiß ich, aber da kommt noch ein Blech zwischen. Extrem geil finde ich den Einschnitt, den ihr gemacht habt für den Bremskraftverstärker. Ja, das siehst du, wenn du so von hinten. Aber trotzdem, Ziel war 100er Rohr durchlegen, 100er Rohr ist drin. Genau. Ja. Also da wird leistungsmäßig erstmal nichts im Wege stehen. Nee, ich denke, da passieren andere Sachen vorher. Perfekt. Unterm Strich, ihr beiden, seid ihr zufrieden? Voll. Also ich extrem. Also vielen Dank nochmal an der Stelle für deine Unterstützung. Ich finde auf jeden Fall, dass das ganze Konstrukt auf jeden Fall geil aussieht. Ja, irgendwie so, wie der Lader jetzt hier so drin hängt, so rund um gerade so eine Handbreit Platz, ne? Der thront da jetzt irgendwie so in dem Motorraum drin, ne? Mit diesen 6 Rohren, die runtergehen. Das sieht schon schäffig aus. Platzverhältnis auf jeden Fall perfekt genutzt. Wastegate-Fehler kannst du auch relativ einfach tauschen. Ja. Ist halt auch immer gut. Ist von der Anströmung vom Wastegate auch richtig gut. Mhm. Ne? Also, wenn Marius doch mal wenig Lader hochfahren will. Wofür auch immer. Gezwungenermaßen im unteren Gang, ne? Ja, da vielleicht dann schon, ne? Da macht es dann halt auch mal Sinn. Ja, so, sehr schön. Wir würden natürlich gerne das Auto euch am Freitag präsentieren auf unserem Messetreffen. Das heißt, Marius hat jetzt noch ein bisschen Arbeit. Ja, ich habe Urlaub und ich werde jetzt versuchen, so viel wie möglich optisch erstmal darzustellen. Technisch ist es ja noch gar nicht der Motor, der da drin bleibt. Also den werde ich dann eh nochmal umbauen müssen. Aber wie man da jetzt schon unschwer vor dem Auto auf der Cola-Kiste erkennen kann, habe ich jetzt als nächstes noch eine andere Aufgabe. Nach der Alu-Downpipe folgt jetzt nämlich der neue Wunsch nach einem neuen oder der Wunsch nach einem neuen Ladeluftkühler. Da ist das Besondere. Marius möchte unbedingt von uns ein Netz mit, ich glaube, 110 mm Tiefe. Sind das sogar? Wenn du gerade anfasst, ist glaube ich 110. Ne? Ja, 110er Tiefe. Das gleiche Netz haben wir in schmal in unserem Wolf, sage ich jetzt mal, verbaut. Funktioniert auch sehr gut. Erste Tests gezeigt, wir haben bei ungefähr 2 Bar Ladedruck, teilweise vorm Kühler 250 Grad, dahinter um die 55 bis 60. Schon gar nicht so schlecht dafür, dass auch der Wasserkühler so dahinter sitzt und so weiter. Ne? So, das heißt, wenn du dieses Netz hier reinbekommst, dann ist auf jeden Fall Feierabend. Es wird auf jeden Fall eine Aufgabe. Also so wie es da jetzt gerade steht, wird es noch nicht passen. Aber ich halte es erstmal nicht für unabdingbar, dass wir es irgendwie hinbekommen. Das heißt, es geht jetzt weiter, wie du schöne Kästen baust, haufenweise Schablonen. Dann ist immer noch die Baustelle da unten mit Kraftstoff dran. Genau. Also das sind eigentlich auch so die beiden Sachen, die am zeitaufwendigsten werden, würde ich sagen. Die Kraftstoffversorgung, dann noch einmal den Tank zu bauen und den Kühler. Und danach ist es eigentlich ein Zusammenbauen wie immer, sag ich mal. Ne? Okay. Ich nehme an, das Ganze soll natürlich auch wieder in Alu passieren, ne? Weil es soll ja maximal leicht sein. Ja. So viel zum Thema Kummerbau. Danke für deine Hilfe, Benni. Sehr gerne. Gerne noch. Und ich würde sagen, du machst jetzt da unten weiter. Ja. Alles klar. Jetzt gibt es noch eine kleine Ergänzung. Und zwar ist Marius' neue Ansaugbrücke angekommen. Von dem Don Octan mit den absoluten Profi-Schweißnähten von Marcel mal wieder. Unterschied zu der Brücke, zu deiner letzten Brücke ist, dass Ben jetzt auch die Unterteile gießen lässt. Das ist jetzt nicht mehr original VR6, sondern ist jetzt selbst gegossen von denen und ihr seht halt schon, wie das ganz schön männlich fett hier wird. Und so auch einfach der Übergang zum Sammler schöner gestaltet werden konnte hier drin. Ne? Ja, gefällt mir auch richtig gut. Dadurch, dass original das Ganze deutlich kleiner war und auch gar nicht richtig mit Trichtern und so weiter versehen war. Ne? Ja, plus hier überall noch Schweißnähte waren. Ne? Mhm. Jetzt hat das halt so schön aus einem Teil. Ne? Ein Teil, genau. Das Besondere von diesem
Saugrohr ist. Hier drin befindet sich ein Spalt, also es ist ein sogenanntes Spaltsaugrohr. Und dieser Spalt, der hier links drin ist, der sorgt dafür, dass wirklich alle 6 Zylinder gleichmäßig Luft bekommen. Ganz oft hat man das Problem bei den Ansaugbrücken, gerade auch bei Sauger-Ansaugbrücken und so weiter, dass einfach die vordersten und hintersten Zylinder anders Luft bekommen. Durch diesen Spalt, der hier links drin ist, kann man eigentlich den oberen Teil ausschließen und alle Zylinder saugen nur aus dem unteren Korpus. Der ist genau gleich gestaltet, somit werden auch alle Zylinder gleich beflutet. Zumindest sehen die Kerzen so aus, seitdem ich diese Brücke fahre. Ja. Mhm. Also das hat sich auf jeden Fall deutlich gebessert. Früher hatte ich total verschiedene Kerzenbilder und mit der Brücke war es dann wirklich einwandfrei. Gleichmäßig, ne? Ja. Ja, sehr schön. Das funktioniert, sieht Porno aus. Dazu gibt es jetzt auch noch so eine schöne Alu-Einspritzgalerie von BIN. Auch sehr schön. Zweimal Einlass, in der Mitte werden wir zurückgehen mit Rücklauf. Mhm. Auch aus dem Vollen gefräst. Cooles Ding. Ich würde sagen, wir machen jetzt als nächstes weiter mit deinem Benzintank. Catch-Tank, wie man es auch immer nennen will. Hatten wir ja in einem Video gezeigt, der soll unten rechts rein. Und da haben wir ja so einen Tipp bekommen. Man könnte das Ganze ja auch perfekt einfach mit Müllsack und Bauschaum einmal ausschäumen. Das Ganze haben wir noch nie gemacht. Wird bestimmt eine riesen Sauerei. Würden wir jetzt aber gerne einmal testen und das zeigen. Ne? Ja, ich habe das Zeug alles besorgt. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Kühler und Wasserkühler haben schon mal so grob Platz genommen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, das kommt später. Jetzt als erstes wollen wir da unten mal so grob den Tank platzieren. Ihr erinnert euch, wir wollen nur hier einen möglichst großen Tank bauen mit 2 Pumpen drin oder 3 Pumpen. Keinen anderen Kraftstofftank. Mhm. Und dann einfach nur Rail befüllen, Abfahrt. Genau, muss ich halt nach jedem Lauf tanken, aber ist dann so. Ja, aber ich denke mal so 8 bis 10 Liter, wenn wir da reinkriegen. Ja, mal gucken. Also die Stoßstange ist ja so tief wie die Verbreiterung, das heißt, hier kann man schon dann... Ah, okay, das hier unten auch alles. Genau. Alle ja, das werden wir jetzt mit, ich bin gespannt, wie das jetzt so... Eigentlich können wir nur die Form hiervon abnehmen, ne? Und das dann einfach verlängern. Ja, mal gucken. Okay. Ich bin sehr, wahrscheinlich, wenn ich morgen früh in die Halle komme, hängt der Schaum irgendwo. Stimmt, der muss jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen halten, ne? Das werden wir dann sehen. Ja, dann gib mal Vollgas jetzt mit dem Bauschaum. Der fällt runter, ne? Ja. Ich fürchte, da wird unser Plan nicht aufgehen. Wenn wir einen, dann geht nur eine Variante, zweite Variante, so eine Art Schuhkarton runterstellen. Was ist denn, wenn wir den Sack voll machen und reindrücken? Also den Sack zumachen dann mit einem Kabelbinder? Ich hätte jetzt einfach nur probiert, wenn du ungefähr auf der Höhe, wo du weißt, dass eh zu ist, das muss ja nur nicht runterfallen. Dann lässt du nach vorne einfach einen Spalt und drückst es komplett zu. Macht die Bude. Ja. Wir werden es im nächsten Video sehen. Das war es soweit für heute. Mal gucken, wie das Ganze morgen so aussieht, wenn es ausgehärtet ist, ob man da irgendwas draus machen kann. Sonst muss doch wieder die klassische Variante. Muss die Pappe wieder herhalten. Die Pappe herhalten. So viel zum Thema Golf. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.